Zeitenwende am Finanzmarkt. Der Bundestag macht den Weg frei für digitale Wertpapiere. Ist Deutschland jetzt fit für die Krypto-Zukunft und was bedeutet das für Anleger? Das ist jetzt ziemlich neu. Also ich glaube, das ist erstmal ein technisches Ding, um das mal so auszudrücken. Ich denke, hinten raus wird die Abwicklung wird effizienter, die wird günstiger. Das kann natürlich auch für den Kunden von Vorteil sein, dass er nicht mehr so viel Depotgebühren bezahlt, dass insgesamt das Wertpapiergeschäft für ihn wieder billiger wird. Unter Umständen kommen Unternehmen schneller an den Markt, weil weniger Regulatorien zu beachten sind. Also das muss man mal sehen, was sich daraus alles ergibt. Aber ich denke, das ist ein Schritt, um die Märkte noch effizienter und schneller und günstiger zu machen. Zinsängste zurück an den Märkten und der DAX war auch gleich unter der 15.000-Punkte-Marke. War das nur ein Testballon aus den USA? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir auf die Top-Empfehlungen, unter anderem auf Fraport und Kraft Heinz. Das alles jetzt bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X, ein Partner der Finance School of Trading. Es könnte sein, dass die Zinsen etwas ansteigen müssen, um sicherzustellen, dass unsere Wirtschaft nicht überhitzt. Das sagte die neue US-Finanzministerin Janet Yellen, die ja zuvor US-Notenbankchefin war. Sie ruderte damit aber auch schnell wieder zurück. Viele Experten sehen das als möglichen Testballon und ja, haben auch schon Befürchtungen, dass ein Börsencrash kommen könnte. Durchaus war das der Grund, warum der Markt hier mal unter die 15.000er Marke abgerutscht ist. Da kamen dann die ersten Sorgen auf, dass an der Zinsschraube was gemacht werden könnte. Und natürlich war das sicherlich auch ein Testballon, der gestartet worden ist. Aber man sieht, der Markt hat sich ja relativ schnell wieder erholt. Das war so ein kurzes Zwischenspiel, denn insgesamt sind die Rahmendaten für den DAX ja so schlecht nicht im Augenblick oder insgesamt für die Märkte. Klar ist, der Weg zu Zinserhöhungen, der ist noch sehr weit. Das betont auch immer wieder der aktuelle US-Notenbankchef Jerome Powell. Vor 2022/23 wird es wohl nicht so weit sein. Wir sprechen gleich über aktuelle Strategien für Anleger. Jetzt aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Tradingwissen verbessern wollt, dann schaut doch auf die zahlreichen Börsenwebinare der Tradinghouse Börsenakademie kostenlos für euch. Die nächsten Termine am 24. Mai. In diesem Webinar mit André Stagge bekommst du einfache Handelsstrategien vom Börsenprofi. Dazu gibt es den SMS-Signale Börsenbrief für 6 Monate kostenlos dazu. 27. Mai, Handelsstrategien und deren Umsetzung, die besten Strategien für Einsteiger mit Wolf Dreistein und Ronny Bürger. Und am 29. Juni, automatisierte Handelsstrategien vom Portfolio-Manager André Stagge. Sicher dir am besten jetzt sofort deinen kostenlosen Platz unter trading-haus.de. Wir sind mitten in der Quartalssaison. Die Deutsche Post hat sehr ordentliche Zahlen vorgelegt. SAP, Infineon und BASF erhöhen ihre Prognose fürs Gesamtjahr. Wie steht's denn um die deutschen Unternehmen? Alles in allem erstaunlich gut. Sie haben ja die Unternehmen schon angesprochen, dann VW auch noch mit tollen Zahlen aufgewartet. Also insgesamt haben wir hier ein gutes Umfeld, ein deutlich besseres Umfeld, als wir noch vor wenigen Monaten erwarten konnten. Und auch die Prognosen werden sukzessive nach oben genommen. Also erwartet insgesamt deutlich bessere Zahlen als noch vor 6-9 Monaten angenommen. Das ist weiteres Futter für den Markt. Also sieht insgesamt alles sehr positiv aus. Und wie sollten Anleger jetzt ihre Strategie wählen? Man sollte insgesamt natürlich auf den Markt schauen. Der investiert ist, sollte weiterhin investiert sein. Um Gewinne abzusichern, ist eine gute Möglichkeit, mit Stop-Loss-Ordern zu arbeiten. Dann ist man etwas auf der sicheren Seite, wenn man den Markt schnell durchrutschen sollte. Ansonsten Rückschläge in den Märkten dazu nutzen, wieder einzusteigen. Und wir schauen auf die Top-Aktienempfehlungen, zuerst auf Fraport. Viele Länder haben ja schon Lockerungen eingeführt. Das macht Hoffnung auf mögliche Urlaubsreisen. Aber auch Investoren blicken wieder vermehrt auf die Reisebranche. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Ein Blick auf den Kursverlauf der Fraport-Aktie offenbart den letzten markanten Höhepunkt Anfang 2018 bei knapp 97 Euro. Seitdem ist der Kurs merklich zurückgekommen und markierte 2020 bei 27,43 Euro seinen bisherigen Tiefpunkt. Von da an startete wieder eine Erholungsbewegung, die vergleichsweise volatil ausfällt und das Papier in dem Bereich von 57 Euro
15 brachte. Kurzfristig kann oberhalb dieses Niveaus weiteres Aufwärtspotenzial bis 63,85 Euro abgeleitet werden. Der US-Lebensmittelkonzern Kraft Heinz konnte zuletzt wieder mehr von der Gunst der Anleger profitieren und begab sich auf ein Mehrjahreshoch um 42 US-Dollar aufwärts. Der Kursverlauf der letzten beiden Jahre zeigt eine glasklare inverse SKS-Formation und gibt damit Hinweise auf eine größere Trendwende. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen hier eine Longchance. Ein Direkteinstieg in die Kraft-Heinz-Aktie könnte durchaus erfolgen. Weitere Gewinne in den Bereich von 46,74 Dollar und darüber an 48,52 Dollar sind sehr wahrscheinlich geworden. Mittelfristig könnte es in den Bereich von 54,01 Dollar mit der Aktie weiter raufgehen. Gewinnmitnahmen dürften allerdings nicht ausbleiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X, ein Partner der Finance School of Trading.